So, und weiter geht's und wir steigen wieder direkt in die Action ein, wie ihr das halt schon von diesen Videos gewohnt seid. Und ich bin am überlegen, ob ich das mit diesen Chapters und Parts nicht doch anders aufteile, weil es ist eigentlich hier gar nicht Chapter 3, das ist eigentlich immer noch Chapter 2. Ich habe das aber immer nach den Ladesequenzen in einem Chapter umbenannt halt. Bin ich am überlegen, obwohl das ist jetzt erstmal egal, jetzt konzentrieren wir uns erstmal aufs Spiel und ihr seht schon, die Soldaten, die hier kommen, eher angehumpelt als angelaufen. Und warum das so ist, das werden wir noch erfahren. Wie ihr vielleicht in dem Part davor gesehen habt, lag jemand vor einer Waschmaschine ohne Kopf. Und auch das hat damit zu tun, also es ist alles derselbe Grund, wenn wir alles noch rausfinden. Ich sag euch jetzt schon, diese ganzen Kackvögel, die da nachher kommen, die mag ich überhaupt nicht. Die sind ein bisschen nervig, aber das seht ihr noch früh genug. Ihr hört's schon. Und da hat man sie auch gesehen. Also es war jetzt nicht zu übersehen, denke ich mal. Ich habe ja extra direkt drauf gehalten. Ja, was sind das für Viecher? Die sind halt so ein bisschen, ja, mutantenartig, sag ich jetzt einfach mal. Und ihr seht auch hier viel Blut und viel Tod. Eigentlich kann das nichts Gutes heißen, aber wir rennen einfach mal der Blutspur sozusagen lang. Und ihr seht schon, diese Viecher haben es nicht nur auf uns abgesehen, sondern auch auf die anderen. Sozusagen war dieser verwirrte Trupp jetzt Futter für uns. Und die haben mal ganz schön schnell platt gemacht. So, jetzt gucken wir uns hier wieder schön um, sammeln wie immer alles ein. Ja, hier. Leider sieht man die Viecher hier noch nicht. Ja, ihr könnt euch denken, dass wir dem immer näher kommen, weil wir sehen sie immer öfters und auch immer detaillierter, bevor wir weitergehen. Das muss jetzt einfach mal sein. Und wie immer das gewohnt ist, das X markiert die Stelle. Das trifft auch hier zu. Und das verstehe ich, da unten abhängen. Beckett, ich habe eben Aristide in einem Aufzug verschwinden sehen. Ich werde sie einholen. Seht zu, wie ihr hier rauskommt. Wir treffen uns draußen. So, hier ist es doch schön ruhig. Zu ruhig, möchte man sagen. Und wir bewaffnen uns am besten schon mit der Schrotflinte, denn die ist jetzt echt besser. Aber ich hänge am Geländer fest. Vögel, von denen ich vorhin schon mal gesprochen habe. Ihr seht, warum ich gesagt habe, die Schrotflinte ist besser. Die ist hier wirklich besser. Und die sind echt verdammt flink. Hier ist das Benutzen der Zeitlupe echt gut. Ihr seht schon, damit ist das Zielen deutlich einfacher. Und das ist jetzt echt einer der wenigen Gegnertypen, wo ich die Schrotflinte echt den Maschinenpistolen vorziehe. So, weit ist jetzt hier Ruhe. Das war's schon. Nein, da müsste eigentlich noch einer kommen. Ach, da ist er. Gut. Den machen wir auch noch fertig. Ihr seht schon, mit Zeitlupe ist alles schon echt. Und jetzt, um hier rauszukommen, treten wir einfach mal die Barre ein bisschen weg. Also ein paar Mal öfters machen sie auch. Wäre das auch erledigt. So, schnell speichern. Wir müssen ihr helfen. Und wer sich nicht erinnern kann, das ist mein Teamkollege gewesen. Ja, jetzt ist er tot.
können ihm also nicht mehr helfen und müssen ihn zwangshaft einfach mal so links liegen lassen. Hier ist ein bisschen viel Blut und ein bisschen anderes ekliges Zeug. Macht uns aber nichts, wir kriechen hier durch und gehen damit in den nächsten Abschnitt. Mit einer kleinen Ladesequenz. Ja, sowas seht ihr nur bei mir. Warum sie weint? Ihre Babys. Sie durfte sie nicht mal anfassen. Na, gucken wir uns hier um. Und jetzt hier sehen wir schon, dass in dem Krankenhaus irgendwie was nicht stimmt. Also irgendwas ist doch hier nicht mehr normal. Das ist uns vielleicht vorher schon aufgefallen, aber das ist jetzt der endgültige Beweis, dass hier was nicht richtig ist. Was hier nicht so richtig zu laufen scheint, haben wir ja eben schon gesehen. Ich meine, das waren ja keine normalen Menschen mehr. Und jetzt machen wir uns hier den Weg frei. Und somit endet der Abschnitt, aber eine kleine Sache zeige ich euch noch und wir sehen uns dann im nächsten Part. Viel Spaß. Weg von ihr! Sie gehört mir! Beckett!